Willkommen zum dritten Teil im Thema Geldschöpfung, womit ich diese kleine Miniserie auch abschließen werde. Und hier im dritten Teil soll es jetzt darum gehen, tatsächlich die Alternative auch zu zeigen. Nachdem es im ersten Teil darum ging, einfach mal die Geldschöpfung als Ganzes zu beschreiben mit möglichst tiefen Einblicken. Und im zweiten Teil es darum ging, verschiedene Probleme aufzuzeigen, verschiedene Aspekte zu beleuchten, die zwar als Geldkritik heute zum Teil Anwendung finden, die aber irgendwo an der Schwelle stehen bleiben zu einer überhaupt Überlegung, wie es weitergehen soll, wie man es ändern kann und teilweise auch die Probleme nicht wirklich komplett erfassen können. Darum geht es jetzt eben um Credere und den Ausblick darauf, wie könnte denn eine solche Geldutopie tatsächlich aussehen und auch realisiert werden. Dazu steige ich einfach mal in das große Bild ein. Was ist heute eine unglaubliche Schwierigkeit, und zwar ein Widerspruch zwischen VWL und BWL, der an der Stelle einfach noch nicht gelöst ist. So, ganz einfach ausgedrückt, der Widerspruch zwischen VWL und BWL ist der Aspekt, für den Einzelunternehmer ist es sinnvoll zu automatisieren. Das heißt, Arbeitsplätze einzuschränken und an der Stelle Maschinen bzw. eben Energie zu bezahlen, die insgesamt billiger produzieren können, als Menschen es können. Umgekehrt, in VWL ist zumindest der Gedanke der gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlfahrt eigentlich darüber gegeben, dass zu sagen, ich muss die Einkommen maximieren. Das heißt, für jeden Einzelnen und auch das volkswirtschaftliche Einkommen möglichst hoch gestalten, also möglichst viel dort haben, damit auch die Wohlfahrt maximiert wird. Sowohl die individuelle als auch die gesamtgesellschaftliche. So, jetzt ist aber das Problem. Wenn der Einzelunternehmer aber alle Mitarbeiter entlässt, dann bekommen die kein Geld mehr. Dann verdienen die auch nichts. Und das heißt, dieser Widerspruch ist in der Ökonomie nicht aufgelöst. Das heißt, die Ökonomie hat keinen wirklichen Vorschlag, wie man aus diesem Dilemma jetzt tatsächlich rauskommt. Und ja, an der Stelle ist aus meiner Sicht eben genau die Frage nach dem passenden Geldsystem. Weil wenn ich ein Geldsystem in der Form konstruiere, dass die Geldversorgung tatsächlich für jedes Individuum zur Verfügung steht. Das heißt nicht, dass erst die Leistung kommt und dann die Geldversorgung, sondern dass an erster Stelle steht, aus heutiger Sicht, die Geldversorgung dann, weil unser System so aufgebaut ist, dass alles auf Geld basiert. Wir haben heute vorwiegend Systeme, die auf dem Austausch von Geld basieren und nur darüber an der Waren- und Güterproduktion beteiligt werden kann, also nur partizipiert werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein System schaffe, in dem ich zuerst sage, okay, ein bestimmter Betrag, der jeder Person zur Verfügung steht, kann konsumiert werden, dann kann ich genau dieses Problem lösen, indem ich sage, okay, ich habe ein Geldsystem, in dem die Zahlungsmittelfunktion und die Geldneutralität so gut wie möglich erfüllt sind, weil jede Person bekommt einen bestimmten Betrag zur Verfügung gestellt, regelmäßig, ständig, stetig. Und kann damit auch eine stabile Nachfrage ausüben. Das heißt, die grundlegende Nachfrage nach Gütern ist nicht mehr davon abhängig, ob jemand zum Beispiel beschäftigt ist. Weil das ist ja auch wieder die Schwierigkeit. In dem Moment, wo der Einzelunternehmer den Mitarbeiter entlässt, weil er lieber eine Maschine einstellt, die schneller, effizienter, vielleicht besser, genauer, sicherer irgendetwas herstellen kann, dann bricht ja nicht nur das eine Einkommen weg, sondern es bricht ja auch die Nachfrage weg, die dieses Einkommen hätte bewirken können. Das wird heute dadurch versucht zu kompensieren, indem wir heute Sozialsysteme haben, die sowohl durch Konsum als auch durch Arbeit finanziert werden. Aber ich habe ja gerade gesagt, das ist beide Quellen, um diese, also einmal zum Beispiel die Umsatzsteuer, die einer der größten Einnahmequellen ist, und das andere sind die Lohn- und Einkommensteuern. Beide Quellen brechen in dem Moment weg, weil das Thema der Maschinensteuer in der Form gibt es ja nicht. Macht auch keinen Sinn, weil Maschinen kein Geld verdienen.
Das heißt, es gibt überhaupt keine Besteuerungsgrundlage, eine sinnvolle Besteuerungsgrundlage. Das heißt, dieses ganze Problem, wie gesagt, lässt sich damit auflösen, dass ich eine Geldversorgung sicherstelle. Das heißt, erst das Geld, dann der Konsum und damit sowohl eine Stabilisierung der Nachfrage als auch eine Öffnung dafür, dass ich nicht mehr auf Arbeitsplätze angewiesen bin. Weil da, um das Bild nochmal größer zu machen, weil nochmal den Aspekt des Geldes hervorzuheben, Geld ist nur deswegen etwas wert und nur dann etwas wert, wenn es Waren gibt. Logisch, sollte man fast meinen, aber so ganz selbstverständlich scheint es nicht immer zu sein. Und diese Güter sind auch nur diese Güter, die in der aktuellen Periode tatsächlich produziert wurden. Weil Geld, das heute zwar da ist, aber mal angenommen, ich würde in 100 Jahren wiederkommen mit irgendeinem Betrag X, dann heißt es nicht, dass ich für dieses Geld auch irgendetwas bekommen würde. Weil es könnte ja genauso gut sein, dass in 30 Jahren irgendein Virus die gesamte Menschheit ausrottet. Dann komme ich auf diesen Planeten sozusagen als Außenstehender zurück, habe zwar mein Geld noch in der Tasche, aber es ist kein Schwein da. Keiner, der mir im Endeffekt für dieses Geld eine wirkliche wahre Dienstleistung oder irgendetwas verkaufen kann. Das heißt, das Geld ist wertlos. Das Geld bekommt nur dadurch Wert, weil es als Geld Verwendung findet im Austausch zu Waren. Nur aufgrund dieser Zahlungsfunktion ist tatsächlich die Werthaltigkeit des Geldes gegeben. Der Versuch, Wert zu speichern im Sinne der Aufbewahrung von Geld, wird sofort dadurch als fehlerhaft überführt, weil sobald ich die Außenbedingungen ändere, sobald ich in irgendeiner Form das Angebot für Geld, das heute da ist, verändere, verliert oder gewinnt Geld automatisch an Wert. Das heißt, ein Wertspeicher selber kann es überhaupt nicht sein, weil es dazu einfach viel zu volatil ist im Verhältnis zu den Gütern. Und deshalb ist es an sich auch keine Schwierigkeit zu sagen, erst das Geld, dann der Konsum und in diesem Prozess, der dann ausgehandelt wird, habe ich dann keine Probleme mehr, eben des BWLs, VWL-Dilemmas, das Ganze aufzubrechen. Weil ich kann im Endeffekt ausreichend Einkommen für die Einzelperson generieren, ohne dass ich die Automatisierungsvorteile, die eine optimierte Produktion bietet, sozusagen auf diese verzichten müsste. Ich stehe nicht mehr im Konflikt zwischen zwei Verbesserungen, die einfach den gesellschaftlichen Wohlstand erhöhen können und dabei dann eben auch ein langfristiges Ziel zu sagen, ist es denn wirklich sinnvoll oder ist es der Sinn des Lebens des Menschen, sein ganzes Leben zu arbeiten? Oder ist es sinnvoll, jede Woche 40 Stunden zu arbeiten oder wie viel sogar noch zusätzlich dazu? Und die Frage ist, wofür? Inwieweit ist die jeweilige Tätigkeit, die ausgeübt wird, tatsächlich für den Wohlstand der Einzelperson als auch der Gesamtgesellschaft förderlich? Und genau deswegen die Sache, ein Geldsystem, das erst Geld gibt, neutral an alle Personen gleich verteilt und dann erst sagt, okay, und jetzt Wirtschaft, bitte. Es geht nicht darum, maximalen Profit zu machen, irgendwelche Güter zu erzeugen, um Bedürfnisse in gewissen Formen zu induzieren, sondern tatsächlich bestehende Bedürfnisse dann einfach zu erfüllen und nicht darüber hinaus eventuelle Bedürfnisse zu wecken. Aber wie genau ist jetzt der Ablauf? Dazu gleich mehr.
So, das mal als erste Übersicht. Also, Credere ist sozusagen die Währung, die dann umläuft. Und da es mir ja nicht nur darum geht, zu sagen, okay, wie lässt sich politisch ein irgendwie anders Grad des Geldsystems etablieren, geht es mir auch darum, zu sagen, okay, dieses Geldsystem, das Ziel ist es, es, so wie die Regionalgelder, die in Deutschland schon existieren, es ohne politischen Wandel hinzubekommen, sondern einfach erlebbar zu machen. Das heißt, einfach anzufangen, ohne irgendwelche Mehrheiten organisieren zu müssen, sondern einfach nur mit interessierten Menschen, so wie hoffentlich Sie, zu sagen, okay, wir fangen einfach an und gucken mal, ob es funktioniert. Wir probieren einfach aus, wir sind risikobereit und sagen, wir machen das jetzt. Das heißt, am Anfang geht es darum, das heißt, jede Person bekommt jeden Monat 100 Credere. Ziel ist es natürlich, dass die 100 Credere genauso viel Kaufkraft haben wie etwa aktuell der Euro. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Das heißt, das ist einfach ein Marktprozess, ob das so funktioniert und ob das so akzeptiert wird. Das kommt auf die einzelnen Teilnehmer dann drauf an. Und grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, wenn Credere sozusagen eine stärkere Kaufkraft hat als Euro oder am Anfang auch schwächer. Wichtig ist nur, dass es überhaupt in den Markt kommt und als Geld eben Akzeptanz findet. Das heißt, dass es in der Form als Geld funktioniert, dass Waren, Dienstleistungen, Güter gegen Credere angenommen werden können. So, jetzt ist eben der Punkt, damit die Geldmenge nicht am Anfang gleich riesig explodiert und eigentlich da keine Waren dafür angeboten wird, das ganze Kriterienzeug einfach wertlos ist, geht es genau darum zu sagen, okay, wir fangen mal mit einem Betrag an, der in irgendeiner Form zumindest erstmal Aktivität ermöglicht. Das heißt, 100 Kriterien im Monat pro Person, pro Kopf, wird es sozusagen geschöpft werden. Das wird dann zur Verfügung gestellt. Das heißt, sozusagen von Anfang an, selbst wenn noch niemand in Deutschland partizipiert, geht das dann los. So, die Hälfte des Maximalbetrages, was vorgesehen ist, wären 500 Credere, die monatlich ausgezahlt werden. Und das heißt, an der Stelle wächst sozusagen die Partizipation. Das heißt, bis dahin sind 32 Millionen, also 40% der deutschen Bevölkerung sagen ja. Das heißt, sozusagen von der Anfangsquote, die von dem Maximalbetrag 10% schon ist, wächst das um 40% an. Das heißt, es kommen 400 Euro dazu, zu den 100. Und dann sind das sozusagen einfach mal ein paar ausgewählte Stufen, 64 Millionen, 72, 80 Millionen. Das heißt, wenn in Deutschland 100% der Bevölkerung mitmachen, also eigentlich schon bei 90% wird der Maximalbetrag erreicht. Die 10% sind sozusagen Puffer, einfach in der Hinsicht zu sagen, naja, wenn gerade Menschen sterben, geboren werden, diese ganze Schwankung und so weiter, die auftreten, oder wenn man sich sozusagen mal verrechnet hat, so wie bei Destatis, sozusagen bei der Fortführung der Bevölkerungszahlen und dann plötzlich ein paar Millionen mehr oder weniger da sind, dass das nicht dazu führt, dass sozusagen weniger Geld verfügbar ist, sondern einfach, dass man eine verlässliche, stabile Größe hat und da nicht immer kleinere Schwankungen hat. Ist einfach mal hier eine Bandbreite von 10% als Puffer vorgesehen. Das heißt, selbst wenn nur 90% mitmachen, hätte man schon den Maximalbetrag, um den es geht, erreicht. Und wie gesagt, das ist der Betrag, der dann monatlich ausgezahlt wird. Aber jetzt ist natürlich für diejenigen, die schon ein bisschen sich mit Geldschöpfung beschäftigt haben und sich überlegen, ja mein Gott, wenn das jeden Monat ausgeschüttet wird für jede Person, 80 Millionen Menschen, 1000 Euro jeden Monat, bin ich bei 80 Milliarden pro Monat, bin ich bei 960 Milliarden im Jahr. Das heißt, ich schütte pro Jahr eine knappe Billion aus. Also angenommen, ich bin jetzt tatsächlich bei 100%. Wenn das im Monat 80 Millionen mal 1000 dazu. So, wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, von wegen 80 Milliarden, die im Monat ausgeschüttet werden, in einem Jahr 960 Milliarden, das heißt eine knappe Billion. Und das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland liegt aktuell bei etwa 2,5 Billionen, ein paar Milliarden hin und her.
So, das würde heißen, dass sozusagen etwa zwei Fünftel des Bruttoinlandsproduktes im Jahr an zusätzlichem Geld ausgeschüttet werden würden. Vorausgesetzt natürlich, es machen 80 Millionen in Deutschland mit. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge Geld. Ist es im Endeffekt auch, wenn man das ins Vergleich zum BIP setzt, wenn man sich das anschaut im Vergleich zu der eigentlichen Geldmenge und auch zu Zahlen, wie die Geldmenge sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, weil sie ja aufgrund des Geld, also aufgrund der Wachstumsvorgabe der Geldmenge mit 4,5%, wird sich die Geldmenge alle 16 Jahre etwa verdoppeln. Das heißt, die Geldmenge liegt aktuell irgendwo in der gleichen Größenordnung des BIPs, vielleicht noch ein bisschen weniger. Das heißt, in 16 Jahren haben wir dann dort 4 Billionen Geldmenge und dann 8 Billionen und so weiter. Das heißt, dieses System würde aber langfristig dieses nicht mitmachen, auch wenn hier jeden Monat so viel Geld im Umlauf gesetzt wird, weil es gibt hier noch eine weitere Vereinbarung, die ich noch nicht aufgeschrieben habe. Im Vergleich zum letzten Video hatte ich ja davon gesprochen mit einer Art Umlaufsicherungsgebühr, die mir aber sozusagen vom Begriff her nicht wirklich passend erscheint, weil es geht darum, ein Geldsystem zu kreieren, das einen natürlichen Kreislauf nachbildet. Das heißt, es geht darum, Geld kommt im Umlauf, wird geboren, kommt sozusagen ins Leben, ins wirtschaftliche Leben und gleichzeitig soll es aber auch einen wirtschaftlichen Tod geben. Das heißt, für das Geld bedeutet es, dass es stirbt. Und in diesem Fall oder in der Überlegung ist es daher mit 1% im Monat bzw. 12% im Jahr soll das Geld wieder sterben. Was genau bedeutet das? Wenn man es einfach mal überschlägig durchgeht, das heißt, ich habe bei 100 Euro, das heißt, wenn ich am Anfang, bei 100 Kredere, die ich sozusagen im Monat pro Person schöpfe, hätte ich für die Person eine Geldmenge von 100, dem Hundertfachen, das heißt, ich bin bei 10.000 Kredere. Wieso bei 10.000 Kredere? Das heißt, wenn für eine Person 10.000 Kredere im Umlauf sind, dann würde die Umlaufsicherungsgebühr jeden Monat von diesen 10.000 Kredere wiederum 100 Kredere 1% zerstören. Das heißt, 1% würde einfach vernichtet werden, egal auf welchem Girokonto es sich befindet, egal in wessen Besitz sich diese Geldmenge zu dem Zeitpunkt dann befindet. Es würde sozusagen 1% weniger werden. Aus den 10.000 Kredere, die dort umlaufen, würde wiederum eben dann 9.900 werden. So, einfach um das mal noch mal ein bisschen plastischer durchzuspielen. Hier mal eine kurze Übersicht, wie das im Endeffekt im Verlauf funktioniert. Das heißt, im ersten Monat bekommt die Person am Monatsanfang sozusagen 100 Kredere gutgeschrieben. Im Laufe des Monats, das heißt, nehmen wir mal an, am Monatsende wird 1% abgezogen, das heißt, einer wird vernichtet. Das heißt, die Geldmenge entwickelt sich so, dass am Monatsanfang gibt es 100 Kredere im Umlauf und am Monatsende gibt es dann nur noch 99 Kredere im Umlauf. So, das nächste ist dann, im zweiten Monat werden wieder 100 Kredere neu erzeugt. Insgesamt, da ja inzwischen die Geldmenge am Monatsende schon 99 betrag, dann ist am Monatsanfang die Geldmenge insgesamt 199. Ich habe das jetzt hier ein bisschen aufgerundet, weil natürlich ist es hier nur 1,99 eigentlich im Abzug, aber das ist jetzt ein bisschen unschön, das alles mit den Nachkommastellen hier darzustellen.
Deswegen nur vereinfacht, es würden dann eben am Monatsende würden aus den 200 bisher gestopften Kriterien nur 197 als Geldmenge auftauchen. Das sozusagen fortgeführt bis zum fünften Monat, wo insgesamt 500 Kriterien geschöpft worden sind, weswegen am Monatsanfang aber nur 490 Kriterien im Umlauf sind und am Monatsende dann sogar nur noch 485. Deswegen, um das einfach mal so sozusagen rein rechnerisch darzustellen, das heißt, nach 100 Monaten ist ein Geldbetrag, der sozusagen hier geschöpft worden ist, nach 100 Monaten ist dieser Betrag erloschen. Das heißt, man hat circa etwas zwischen 8 und 9 Jahren Zeit, sozusagen sein Geld auszugeben, bevor das Geld, was man durch Geschäftstätigkeit eingenommen hat, wieder sich aufgelöst hat. Weil das ist im Endeffekt so eine Art Grundeinkommen, wobei jetzt nicht hier im Vordergrund steht, dass es ein Grundeinkommen ist, sondern es steht im Vordergrund, dass ein anderes Wirtschaften möglich ist. Dass wir auf Arbeitsplätze in dem Sinne verzichten können, dass Arbeitsplätze nicht mehr Voraussetzung dafür sind, zu konsumieren, zu überleben, unsere Bedürfnisse am Markt zur Verfügung zu stellen, sondern es geht darum zu überlegen, wie kann ich eine Wirtschaft darauf ausrichten, zu sagen, das primäre Ziel einer Wirtschaft ist es, Bedürfnisse zu befriedigen. Damit unsere heutige Marktlogik sozusagen diesem Aspekt folgt, ist es notwendig, dass Bedürfnisse mit Geld, mit Kaufkraft hinterlegt sind. Weil der Markt reagiert, wenn überhaupt, nur auf Bedürfnisse, hinter denen Geld steht. Deswegen ist das ganze System insgesamt überhaupt als Übergang gedacht, zu sagen, okay, wir haben heute ein ganz klar kapitalistisches System. Es geht darum, aus Geld mehr Geld zu machen und die Kosten, die dazu notwendig sind, also im Sinne von Ressourcenverbrauch, im Sinne von Menschenverbrauch, im Sinne von Arbeitskraft, im Sinne Umweltnutzung, Vernichtung, Zerstörung oder einer anderen irgendwie, wie man es ausdrücken will, was eine adäquate Nutzung für ein Land, für diesen Planeten überhaupt sein soll. Und wenn das primäre Anliegen der heutigen Wirtschaft ist, dann geht es darum zu sagen, okay, wie kann ich das System, was heute durchaus in vielen Aspekten gut funktioniert, das heißt, ist durchaus in der Lage, Versorgung herzustellen, im Sinne von Ernähren der Menschen, Häuser zu bauen und so weiter. Aber die Frage ist, ob es das effizient genug tut und ob es das mit der richtigen Zielerreichungsgrad, also mit dem richtigen Fokus tut. Das heißt, geht es tatsächlich darum, die Bedürfnisse von Menschen nach Nahrung, nach Wohnraum zu erfüllen? Oder geht es darum, die Bedürfnisse dazu zu benutzen und Profite zu machen? Weil wie lässt es sich erklären, dass im Endeffekt zum Beispiel gentechnisch veränderte Pflanzen oder Organismen in Umlauf gebracht werden, wenn doch so viele Menschen das eigentlich nicht möchten? Sie möchten gerne, dass ihre Nahrung nicht mit diesen Zusätzen versehen wird und nicht unter diesen Bedingungen hergestellt wird. Trotzdem scheint es nicht zu gelingen, dass der Verbraucher so ohne weiteres in die Lage versetzt wird, zu sagen, nein, ich möchte, dass ich hier Lebensmittel bekomme, die frei von diesen Produkten sind. Weil dann in den Verbindungen zwischen staatlichen Organisationen und staatlichen Strukturen sowie eben Konzernen in einer Größenordnung, wo sie gewisse Machtaspekte natürlich ausspielen können, dort Verhandlungen führen, die der Verbraucher überhaupt nicht beeinflussen kann. Die auch der Wähler als Form einer irgendwie gearteten Stimmabgabe auch nicht beeinflussen kann. Das heißt, es geht darum, die einzelnen Menschen, die Individuen, die ja sozusagen im Gesamten die Gesellschaft und in der weiteren Folge auch irgendwo den Staat ausmachen, in eine Lage zu versetzen, Nein zu sagen. In eine Lage zu versetzen, wo sie überhaupt die Fähigkeit bekommen, vollständig über ihr Leben zu entscheiden. Und der größte Schwachpunkt, den wir sozusagen heute in einer Beteiligung der Menschen innerhalb ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der gesellschaftlichen Realität haben, ist der erste Schritt zu sagen, ich bin nicht bereit, diese Arbeit anzunehmen. Ich bin nicht bereit, diese Tätigkeiten zu tun, nur damit ich ein Einkommen habe.
wenn jemand die Arbeit Spaß macht und so weiter, kann er sie weiterhin in Zukunft auch tun. Das System, also das Geldsystem, was mit Credere eingeführt werden soll, unterbindet in keinster Weise die Attraktivität von Tätigkeiten, also von irgendwelchen Berufen und etwas. Im Gegensatz zu anderen Grundeinkommensüberlegungen, in denen die Finanzierung dieser Grundeinkommensquellen dann entweder aufgrund von Umsatzsteuer, das heißt wiederum auf Basis von Konsum, oder direkt auf Basis von Erwerbsarbeit, das heißt die Tätigkeit selber gesteuert wird. Das heißt, eine Person bekommt entweder nur die Hälfte von dem Ertrag, den sie tatsächlich in der Firma formal vertraglich zugesichert bekommt, oder sie bekommt am Ende, wenn sie meinetwegen den Arbeitsertrag noch behalten durfte, bekommt sie nur die Hälfte des Wertes, der sozusagen in den Produkten eigentlich hätte konsumiert werden können. Das ist natürlich eine Sichtweise. Man kann auch die Sichtweise haben, dass diese ganzen Steuern auch eine ja, irgendwie geartete Dienstleistung des Staates beinhalten, die dafür entlohnt wird. Aber hier ist der Punkt, dass ich nicht frei bin zu wählen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn ich selbst mich an den verschiedenen Wahlmöglichkeiten zwar beteile, die dort politisch gegeben sind, habe ich trotzdem nicht wirklich die Einflussmöglichkeit zu sagen, ich bin gegen die militärische Ausstattung von Soldaten, ich bin gegen bestimmte Überwachungsmechanismen, die irgendwelche Geheimdienste ausführen dürfen, und viele andere Sachen, die der Staat finanziert, subventioniert oder sonst in irgendeiner Form propagiert, allein angefangen davon, Gehälter für Politiker zu zahlen. Wenn ich das alles nicht möchte, dann habe ich eben nicht die Möglichkeit der Wahl. Ich kann nicht an der Stelle Nein sagen. Ich kann mich an den meisten Stellen nicht einmal dagegen wehren, dass von mir Steuern erhoben werden. Und deswegen gilt es für mich zu sagen, okay, dieses System, diese Komplementärwährung, die dann parallel zum Euro am besten umlaufen soll, vielleicht auch eben in der gesamten Eurozone, vielleicht auch darüber hinaus in anderen Ländern, wo dann die Systematik, wie ich es vorhin mit den Länderstufen sozusagen angezeigt habe, das heißt, am Anfang geht es mit 100 Kriterien los und danach geht es stufenweise weiter, je nachdem, wie groß der Nachhalt in der Bevölkerung ist, die selber sagt, ja, ich habe ein Verständnis für dieses System. Ich verstehe, dass es die Möglichkeit geben soll, mittelfristig wirklich komplett Nein zu sagen auf meinen Arbeitsplatz. Das heißt, ich kann wirklich entscheiden, anfangen, ob ich in einem Betrieb arbeiten möchte, der in irgendeiner Form die Umwelt schädigt, der Menschen, also der im Endeffekt Produkte herstellt, die für Menschen sehr schädlich sind. Das ist angefangen von irgendwelchen Giftstoffen, die die Umwelt schädigen, die ausgebracht werden, die bis dahin eben zu sagen, ja, ich arbeite auch nicht für einen Konzern, in dem Waffen hergestellt werden, in dem, sei es nur Munition, sei es auch nur Technologie oder sei es tatsächlich die Endmontage von irgendwelchen Waffen, von Bombern bis zu Panzern hergestellt werden. Und dafür tatsächlich zu sagen, was ist die Basis, wie ist die Möglichkeit, die Menschen eben wirklich in diese Lage zu setzen, Nein zu sagen. Wie gesagt, das hier ist nur ein erster Überblick zu sagen, so entwickelt sich die Geldmenge, das kann man leicht nachrechnen, dass dann pro Person circa, also am Anfang 10.000 Kredere dort notwendig sind, beziehungsweise in der Maximalstufe würden es dann 100.000 Kredere sein, die pro Person erzeugt werden. Und wer das gerne geldmengentechnisch mal ausrechnen möchte, ist das im Endeffekt soweit ziemlich leicht darzustellen, weil es sind 80 Millionen Menschen, für die dann ja, in einer längeren Anzahl von Jahren 100.000 Kredere pro Kopf erzeugt werden. Das heißt, wenn mehr Menschen geboren werden, würde die Geldsumme sozusagen dynamisch mitwachsen, und wenn weniger geboren werden, würde die Geldmenge auch automatisch wieder schrumpfen.
Das heißt, diese ganze Systematik, was ich ja im Vorfeld erzählt habe, von wegen die Problematiken der Geldmengensteuerung, überhaupt der Hybris aus meiner Sicht, zu überlegen, wie müsste denn eine Geldmenge überhaupt gezielt gesteuert werden, mit welcher Intention, mit welcher Absicht, was ist das Ziel, was ich mit einer Geldmengensteuerung überhaupt erreichen möchte, ist für mich eben zu sagen, Moment, das einzige Ziel ist es, warum ich ein Geldsystem in dem heutigen System überhaupt brauche, ist, weil es Bedürfnisse gibt und die Bedürfnisse nur dann durch Marktmechanismen erfüllbar sind, wenn sie mit einer Geldnachfrage ausgestattet sind. So. Und diese Wirtschaft soll aber menschliche Bedürfnisse befriedigen. Sie soll nicht irgendwelche Bedürfnisse von Banken befriedigen, sie soll nicht Bedürfnisse von Staaten oder von Politikern oder irgendetwas als Politiker befriedigen, sondern sie soll dafür sorgen, dass die Bedürfnisse von Menschen, und zwar im Sinne der wirklich menschlichen Bedürfnisse, zufriedengestellt werden. Und das schaffe ich nur, wenn ich die Menschen, die die Bedürfnisse haben, alle mit Geld ausstatte. Das heißt, dass das Geld damit diskriminierungsfrei allgemein für jeden verfügbar wird. Und das erreiche ich genau mit diesem Mechanismus, dass ich sage, jeder bekommt monatlich seinen Betrag. Die Details sind dann nochmal ein bisschen variabel in Bezug auf das, der Hinsicht, dass es natürlich keinen Stichtag geben wird, wo dieses 1% abgezogen wird und das Ganze auch nicht zum Stichtag ausgezahlt wird, sondern dass das ein fortlaufender Prozess ist über den täglichen Betrag. Das heißt, es werden im Endeffekt nicht am Monatsersten für jede Person 100 Lire ausgezahlt, sondern es wird im Endeffekt über jeden Tag des Monats hinweg ein Dreißigstel dieser Summe ausgezahlt, je nachdem, ob wir halt jetzt bei 100 Kriterien stehen oder irgendwo bei 1000, irgendwo dazwischen, würde dieser Anteil immer täglich ausgezahlt werden, genauso wie der Anteil eben von 1% jeden Tag auch gestrichen wird. Das ist heute technisch mit elektronischen Computersystemen überhaupt kein Problem und kann dann einfach auf den Konten umgerechnet werden. Noch eine Aufzeigung, wie sich im Endeffekt dieses ganze System insgesamt entwickelt. Wer sich vielleicht ein bisschen in der Elektronik auskennt, es gibt sowas wie eine Ladekurve für einen Kondensator. Das spiegelt im Endeffekt einen ziemlich ähnlichen Effekt. Am Anfang, wenn der Kondensator leer ist, geht das Aufladen sehr, sehr schnell. Und je voller der Kondensator wird, desto langsamer funktioniert diese Aufladung. Und das Gleiche ist auch mit dem Geldsystem. Ich hatte ja gezeigt, im ersten Monat würden sozusagen unterm Strich 100 Kriterien dazukommen, während im fünften Monat es bereits so ist, dass aufgrund dieser Geldvernichtung unterm Strich nur noch 90 Kriterien wirklich sozusagen ihren Zugang dazu finden, beziehungsweise 95 waren ja das, was am Ende übergeblieben ist. Und das heißt, dieser Anstieg verlangsamt sich immer weiter, je länger das System insgesamt am Laufen ist. Und nur mal als Vergleich, während Credere halt eine Sättigung erfährt, das heißt, es gibt bezogen auf die Anzahl der Menschen eine Sättigung der Geldmenge, die insgesamt im Umlauf ist, sieht die Geldmengenentwicklung, die wir bei der EZB haben, wie gesagt 16%, regelmäßige Verdopplung, und im Unterschied eben zu Credere, die hier an der Stelle die Sättigung erfeiert, haut das Geldsystem, sozusagen das wir heute haben, irgendwann ab. Deswegen möchte ich auch sagen, auch wenn dieser Geldbetrag, also es geht um 8 Billionen, das heißt, der Betrag, der hier uns als sozusagen Gesamtgeldmenge für Deutschland erwartet, liegt bei 8 Billionen. Dieser Geldbetrag wird erst nach vielen, vielen Jahren sozusagen erst annähernd erreicht. Meinetwegen, dass wir hier dann so mal circa bei 32 Jahren in dem Beispiel sind. Das heißt, wir sind dann vielleicht bei 90 oder 80%.
Im Vergleich dazu, unsere Geldmenge, die aktuell vielleicht bei 2,2 Billionen oder so etwas aktuell in der Geldmenge liegt. Das heißt, die Geldmenge, die zum aktuellen Zeitpunkt bei 2 Billionen liegt, liegt nach 16 Jahren aufgrund der 4,5%, liegt die Geldmenge dann bei 4 Billionen. Und nochmal 16 Jahre später haben wir im Endeffekt dann genau das Gleiche erreicht, dann würden wir bei 8 Billionen liegen. Das heißt sozusagen, der Schnittpunkt, den wir nach 32 Jahren in dem aktuellen Status quo erreichen, würden wir mit Credere auch erreichen, also beziehungsweise noch nicht ganz, weil wie gesagt, die 8 Billionen sind ja hier hinten, aber dieser Schnittpunkt würde bedeuten, ab dem Zeitpunkt würde das jetzige Geldsystem, vorausgesetzt es schafft es noch 30 Jahre zu überleben, würde der Euro dann eine weiter steigende Geldmenge mit sich bringen, im Zuge auch eine Geldentwertung, die ganze Umstellung, vielleicht Krise, Katastrophe, was auch immer, während Credere an der Stelle gerade sein Stabilitätsniveau erreicht. Das heißt, Credere geht zu dem Zeitpunkt, wo sich die Euro-Ausweitung, die Ausweitung der Geldmenge weiter beschleunigt, im Sinne einer relativen Zunahme, wobei die Exponentialfunktion natürlich konstant weiterhin alle 16 Jahre verdoppelt. Wie gesagt, ist das Wichtige, dass die Geldmenge beim Credere dann in eine Sättigungsphase, das heißt in ein stabiles Fahrwasser kommt. Das heißt nicht, dass die Geldmenge dann konstant ist, sondern das heißt nur, dass die Geldmenge keinen erheblichen Schwankungen mehr unterworfen ist und damit in der Folge, zumindest ist das meine Erwartung, wenn ich ein Geldsystem habe, das keinen Schwankungen mehr in dem Sinne unterworfen ist, die ja unabhängig sozusagen von den eigentlichen Bedürfnissen der Menschen stattfindet. Das heißt, eine Geldmenge, die nicht von außen unabhängig von den Bedürfnissen der Menschen gesteuert wird, dass eine solche Geldmenge auch eher in der Lage ist, eine Wirtschaft so anzuleiten, anzusteuern, zu sagen, dass sie Bedürfnisse befriedigen kann. Weil es ist nicht mehr so, dass sich irgendjemand überlegen muss, der zum Beispiel Lebensmittel und Nahrungsmittel herstellt, ja, werde ich im Endeffekt meine Waren verkaufen können? Werden die Menschen, die zum Beispiel den Reis, die zum Beispiel die Bohnen oder die den Kohl kaufen, werden die im nächsten Jahr noch Geld haben? Weil diese Fragen muss ich mir an der Stelle nicht stellen. Das heißt, auch zum Beispiel, wenn man so ein Land betrachtet wie Griechenland aktuell, wo die Menschen tatsächlich im Supermarkt deswegen nicht mehr einkaufen gehen können, weil sie einfach nicht wissen, wo sie das Geld herbekommen sollen. Das heißt, ein Supermarkt könnte überhaupt nicht pleite gehen, in dem Sinne, solange er Produkte anbietet, die die Menschen bereit sind zu kaufen. Das heißt, allein aus dem Geldsystem sind keine Störungen mehr für die Wirtschaft zu erwarten, weil eben die Geldversorgung sichergestellt ist. Und ich denke, das wird in einem großen Maße unterschätzt, wie sehr das Fehlen von Geld an der Stelle, wo die Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, wo die Menschen, angefangen bis zum Obdachlosen, der weder das Geld noch die finanziellen Möglichkeiten hat, eine Wohnung zu bezahlen, ein stabiles Obdach zu haben, weil er kein Einkommen generieren kann. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, was jetzt die Gründe individuell dafür sind. Ob das jetzt tatsächlich daran ist, dass diese Person entweder Pech gehabt hat, dass sie aus welchen Gründen auch immer sich verschuldet hat, Insolvenz anmelden musste und dann sozusagen diesen ganzen Weg nach unten durchmachen musste, oder ob der Grund tatsächlich individuelle Lebenseinstellung ist, zu sagen, ich möchte mich nicht in dieses Hamsterrad biegen lassen, ich bin nicht bereit, mein Leben damit zu verbringen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und das vielleicht auch noch 45 Jahre lang. Das heißt, auch dort würde die Bandbreite geöffnet werden, weil die individuelle Lebensplanung kann sich auch wiederum darauf aufbauen. Natürlich bringt dieses System sehr viele Wagnisse mit sich. Und eines ist zum Beispiel die Frage, wird es dann mehr oder weniger Menschen geben, die studieren? Weil im Gegensatz zu einem, wie gesagt, von den anderen Grundeinkommenssystemen, ist hier der Grundaspekt zu sagen, Arbeit wird entlohnt und das, was ich für die Arbeit bekomme, wird auch meins sein. Das heißt, es gibt keine Notwendigkeit, jetzt an dieser Stelle dafür Steuern zahlen zu müssen.
Das geht sozusagen noch darüber hinaus, weil wenn wir dieses Geldsystem erstmal geändert haben, wenn wir erstmal den Menschen, weil das ist ja auch eine bestimmte Sicherungsbasis, zu sagen, die Menschen haben eben eine stabile, sichere Nachfrage, mit der sie ihre Grundbedürfnisse dann hoffentlich schaffen zu decken, dann besteht auch keine Notwendigkeit, diese gesamten Umverteilungsstrukturen, die der Staat heute ausführt, überhaupt beizuladen. Das heißt, ich habe dann auch wiederum eine weitere Wahlmöglichkeit, das heißt, ich öffne eine weitere Option zu sagen, ich möchte diese Umverteilungssysteme nicht aufrechterhalten. Es macht keinen Sinn, im Endeffekt die Leistung, die unseren Wohlstand überhaupt ermöglicht, das heißt, die Menschen, die arbeitstätig sind, dadurch in dem Sinne zu bestrafen, ihnen Einkommen wegzunehmen, nur weil ich andere damit versprochen habe zu versorgen, weil es eben grundsätzlich die Möglichkeit gibt, zu sagen, Geld zuerst, dann die Möglichkeit zu konsumieren und damit die Grundlage zu schaffen für ein Wirtschaften, das zumindest in der Nachfrageseite stabiler ist und dann langfristig das 1%, was ja pro Monat abgezogen wird, beziehungsweise die 12% im Jahr. Ich hatte im vorhergehenden Video sehr stark darauf abgehoben, welche Probleme der Gedanke des Zinseszinses mit sich bringt. Nicht, dass er im Geldsystem automatisch stecke, sondern dass aber die Systematik, der Glaube daran, dass der Zinseszins eine adäquate Form des Lebensunterhaltes darstellt, dass das ein Riesenproblem für unsere Wirtschaft in dem Sinne ist, dass sie renditeorientiert sein muss, dass sie profitorientiert sein muss, dass sie nicht einfach nur kostendeckend arbeiten kann mit dem Ziel, die menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen, sondern dass im dahinterstehende der Gedanke ist, ich erfülle die Bedürfnisse nur aus dem Aspekt heraus als zwingende Notwendigkeit, wenn überhaupt, um Profite zu erwirtschaften, um aufgrund von Verschuldungssituationen, aufgrund von ökonomischen Dogmen, die propagiert werden, dass es darum geht, ein Unternehmen zu betreiben, um Gewinne zu machen, nicht ein Unternehmen zu betreiben, um Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Das heißt, diese Frage der Ausrichtung kann dann in Frage gestellt werden und kann neuen Impulsen unterworfen werden. Ich sage nicht, dass es deswegen nicht in Ordnung ist, dass ein Unternehmer, der ein sinnvolles, gutes Produkt anbietet, dass er nicht auch Gewinne machen soll. Es geht ja darum, er kann von seiner Arbeit profitieren, er hat ja zusätzliche Einkommen. Das heißt, er als Mensch ist Bezieher von Kredite, verdient, also erhält Kredite im Sinne von 1.000 Euro im Monat und verdient von mir aus noch 5.000, 10.000 oder wie viel Kredite auch immer zusätzlich, da er ja seine Produkte an andere Menschen verkauft, die ihm dann damit das Thema der Wertschätzung entgegenbringen und sagen, danke, dass du mein Bedürfnis zufriedenstellst, hier gebe ich dir meine Anerkennung dafür und mit dieser Anerkennung hast du die Erlaubnis, Zugang zu weiteren Ressourcen zu bekommen. Weil das ist der große Schlüssel. Unser Geld ist der Schlüssel, um eben die Ressourcen, das, was wir aktuell auf diesem Planeten zur Verfügung haben, zu verteilen. Die Frage ist jetzt, hat ein Mensch auf diesem Planeten ein Recht oder eine Basis darauf, mehr als ein anderer zu verbrauchen? Eher grundsätzlich meine Antwort nein, weil es gibt keine Rechte, die so etwas legitimieren könnten. Und daher auch die Frage, wie schaffen wir es in einer Gesellschaft anzukommen, in der die Freiheit des Individuums, die persönliche individuelle Freiheit, nicht dadurch geschmälert wird, dass wir in Strukturen leben, die eine Über- und Unterordnung erfordern, die im Endeffekt hierarchische Strukturen ermöglichen, durchführen und erzwingen, wie zum Beispiel die staatlichen Strukturen. Das heißt nicht, dass das Gemeinwesen nicht irgendwie organisiert werden kann. Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, sind Zwangsstrukturen zur Organisation von Gemeinwesen tatsächlich zielführend und sinnvoll? Oder ist es sinnvoller, diejenigen im Gemeinwesen zu beteiligen, die Interesse haben, sich zu beteiligen, die Interesse haben, sich einzubringen? Weil im Normalfall lassen sich menschliche Aktivitäten auch mit Bedürfnissen in Einklang bringen. Das heißt, menschliches Handeln ist primär darauf ausgerichtet,
die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber die Frage ist dann nur, mit welchen Strukturen, also mit welchen Strategien bin ich in der Lage, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und da gehe ich davon aus, dass in unserer heutigen Gesellschaft es eher gelernt wird, dass Bedürfnisse auf Kosten anderer befriedigt werden können, unabhängig davon, ob es nicht auch Strategien gäbe, die es ermöglichen, die Bedürfnisse so zu erfüllen, dass kein anderer darunter Schaden erleidet. Aber wie gesagt, das sind alles langfristige Perspektiven, die erstmal nur eröffnet werden sollen, wo es erstmal darum geht, allein das ganze Thema der Postwachstumsökonomie, das Thema, wie kann ich eine Ökonomie haben, die tatsächlich sich an den Bedürfnissen des Menschen ausrichtet. Und wie gesagt, dazu aus meiner Sicht erstmal der Grundgedanke, ich brauche ein funktionierendes Geldsystem, eine funktionierende Geldversorgung, damit ich überhaupt einen Wandel aus dem jetzigen System in Gang bringen kann. Weil das heutige System so stark geldgetrieben ist, so stark seinen Fokus auf Geld gesetzt hat, dass es für menschliche Bedürfnisse nahezu blind geworden ist. Weil es nicht darum geht, Bedürfnisse zu erfüllen, sondern es geht darum, Umsätze zu machen, das heißt, um an Geld zu kommen. Und damit möchte ich an der Stelle auch erstmal enden. Wie gesagt, es ist erstmal nur ein erster Einblick, eine erste Erklärung, warum Kredere überhaupt als Währung ein Ziel ist, warum es darum geht, die Menschen mit der Möglichkeit auszustatten, Nein zu sagen, Nein zu der Arbeit, die sie ausführen sollen oder müssen, Nein zu der Form, wie sie sich in dieser Gesellschaft einzubringen haben oder unterzuordnen haben, einfach um dort Freiräume zu eröffnen, in der sich dann überhaupt erstmal die Frage stellen lässt, in welcher Gesellschaft wir tatsächlich leben wollen. Das heißt, wie soll die Utopie denn tatsächlich aussehen, in der wir als Gemeinschaft miteinander friedlich zusammenleben wollen. Und ja, mit diesen Gedanken, mit diesen Überlegungen entlasse ich Sie heute aus dem letzten Teil dieser hoffentlich interessanten Reihe zum Thema Geld und Alternativen. Und würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie selber mit mir in den Dialog treten, weil es einfach im Dialog einfacher ist zu erklären, zu vermitteln und auch für mich interessant, welche Fragen bei Ihnen sozusagen da sind. Was möchten Sie wissen? Welche Informationen fehlen Ihnen? Was brauchen Sie, um zu sagen, das System klingt sinnvoll? Das System ist etwas, oder dieser Vorschlag für eine andere Geldsystematik ist eine Möglichkeit, die gangbar wird, die wir zusammen gehen können. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!